Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Rogue. Ihr seht es bereits, in 300 Metern geht die Hauptmission weiter. Und zwar mit Sequenz 6, Kaltes Feuer. Mission starten. Master Comac, so bald hatte ich euch nicht wieder erwartet. Ich habe de la Vérendryes Reisekarten, aber der Kerl hat sie verschlüsselt, Ich verstehe sie nicht. Vielleicht habt ihr ja mehr Glück. Seltsam. Eine uralte Chiffre. Einmal sah ich sie bereits. Ich könnte sie zeichnen. Oder? Ihr könntet mich begleiten. Finden wir de la Vérendrye. Ein dringendes Anliegen. Also dann, segeln wir wieder zusammen. Ich wette, euch verbindet etwas mit unserem Freund de la Vérendrye. Eine sofortige Abneigung. Wie konnte ich ihnen nur vertrauen? Freunden, die einen solchen Schurken dulden. Mein Gott, was hat der Mann euch angetan für solchen Hass? Ich kenne ihn nur als Spross einer Familie von Entdeckern, welche die Grenzen der bekannten Welt ausgedehnt hat. Okay. Dann... Hast du das gehört? Kanonenfeuer. Inmitten des Nebels. Welcher Nebel? Könnte das de la Vérendrye sein? Vielleicht. Das ist eine Geheimmission. Sie wollen keine Zeugen ihrer Reise hinterlassen. Tja, aber die Zeugen, die kommen ihnen jetzt entgegen. Zwar in Form von uns. Oh, 30 Metall. Leckt mich an. Achso, ja, das Schiff wurde versenkt. Boah, hier sieht man gar nichts. Ist vielleicht doch Nebel. Und ich habe keine Mörser. Ich habe nur 4 Mörser. Scheißdreck. So, schauen wir mal, dass wir das Ding versenken schon. Ah. Oh, schön hinten das Öl raus. Hui, das gefällt denen doch. Huch, haben wir das... Oh, wir haben das Ding versenkt. Aua. Entern die uns jetzt. Ja, die wollen uns jetzt entern, die Pfosten. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. So, einmal den wegmachen. Oh, den hat er nicht weggemacht. So, komm weiter hier. Du wirst weg. Halt, da ist noch einer. So, geh weg, komm. Wo ist denn der Rest der Crew? Kann ja nicht sein. So. Oh. Was machst du denn da? Oh, wie kommt der wieder her? Den hab ich doch da runtergeschubst. Oh, fix. Oh, fuck. Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz hier regenerieren. Und Pistole wieder laden. Ah, fix. Yes. Jetzt hat man den Captain. Nein, nicht aufheben, nicht aufheben. Sollst du nicht aufheben. So. Komm mal. So, der war weg. Wir haben wieder einigermaßen Leben. Wo sind die ganzen Typen? Ach, da sind noch welche. Alter! Fick dich. Einfach unsere Crewmitglieder wegmachen. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Tja, dafür werden sie jetzt versklavt. Schwere Kugeln, keine Scheiße, keine Mörserkugeln. Ja, reparieren wir die Morrigan, weil ausschlachten kommen. Pff, die 900er. Scheiß drauf. Ganz ehrlich.
So, Dollar. Wo ist denn der, wo ist denn das letzte? Das ist da hinten. So. So, schön. Oh, noch einmal. Komm, 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 komm. Oh, schöner Treffer anscheinend. Huch. Also jetzt. Ja, Schwachpunkt haben wir gleich. So, jetzt hätten wir es. Jetzt hätten wir das. Oh, wir haben es gleich versenkt. Wir haben es gleich versenkt. Kann man mal machen, wa? Reichweite der Mörser! Mehr weiß ich nicht! Sir, vor uns! Ja, Reichweite der Mörser, ihr seid lustig. Vielen und Fahrt aufnehmen! Ich hab nur noch einen. Scheißdreck, echt. Hätte ich vor der Mission echt mal auffüllen sollen. Oh, da ist nichts. Wir ziehen. Ah, da vorne sind sie. Da vorne sind sie. Ach du Scheiße. La Vérendrye ist zurückgeblieben, um uns aufzuhalten. Das mit Sicherheit freiwillig. Oh. Okay, die wollen uns nicht entern. Komm, R1. Hallo, schwere Kugeln. So. Das müssen wir jetzt leider ohne Mörserkugeln machen. Da tut mir jetzt echt leid. Das ist voll verpennt, dass ich die auflade. Vor allem, das Blöde ist, ich habe das ja letzte Folge schon gemerkt. Ich habe das in der letzten Folge schon gemerkt, also in der vergangenen Folge, weil die letzte Folge wäre ja dann eigentlich die letzte Folge vom Let's Play. Rein grammatikalisch. Oh, fix. Das war nicht geplant mit dem Mörser. Mit dem Eisberg meine ich. Ah, die Scheiße ging daneben. Verdammt, Feuer! Ah, schön. Bereit zum Feuer! Haben wir noch einen drauf hier schon? Ja. Oh, jetzt können wir sie entfernen. Einmal am Eisberg bitte vorbei. Den muss man jetzt nicht unbedingt touchieren. Und dann können wir entern. Tja, damit haben sie jetzt nicht gerechnet, wa? Dass sie hier jetzt auf die Fresse kriegen. Achtung, Enter, nicht versenken. Boah, wenn ich das Ding in meine Flotte aufnehmen könnte, wäre schon geil. Kann nicht manövrieren. Bereit machen zum Entern. Ziel eliminieren 1. Versenken Sie nicht! Wir brauchen de la Vérendryes Karten! Oh Gott, nicht da runter! Hoch, 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 wieder hoch, hoch. So treffe ich den nicht. So treffe ich den überhaupt nicht. Okay, Pistole ist nachgeladen. Dann können wir da jetzt mal rüber. So, hoch damit euch. Ihr Landratten. Ihr könntet mich bezwingen, Junge! Ich kann dich bezwingen, mein Herr. Oh, so, genau so kann ich dich bezwingen. Und, Bauerntölpel? Glaubt ihr immer noch, die Templer haben recht? Jawohl, vollkommen. Oh, oh. Nach Norden! Hope hatte recht. Ich gebe eine gute
Ablenkung. Danke für die Hilfe, Captain Cook. Gern geschehen, Captain Cormack. Mit euch zu segeln ist wahrlich interessant. Der Ärger verfolgt uns, das stimmt. Sagt mir die Wahrheit. Gehört ihr zu einer größeren Organisation? Zur Admiralität. Ihr erhaltet wohl euren Befehl direkt von ihrer Majestät, oder? Selbst wenn, dürften wir es nicht sagen. Hier, nehmt diese Karten. De La Vérendrye braucht sie jetzt nicht mehr. Wir werden uns bei euch melden wegen zukünftiger Reisen, Captain. Hab Dank. Mission abgeschlossen. Erinnerung 4. Kaltes Feuer. Kollision mit Eisbergen kann man keinen Schaden nehmen. War nicht so ganz möglich. Wir fahren fort. Und wir müssen jetzt wahrscheinlich Liam und Achilles hinterher. So, eine Ansteuerung bitte. Und dann schauen wir mal. Aha, da oben sind sie. Non nobis domine. Ist klar. Ich hatte zwar mal 4 Jahre Latein. Wartet kurz. 6, 7, 8. Nicht 5 Jahre hatte ich sogar Latein. Ach du Scheiße. Aber könnt euch jetzt nichts übersetzen. Also non nobis wäre nicht uns, also aber Domine, Dominus war der Hausherr, das weiß ich noch. Ich bin so froh, dass ich das abgelegt habe. Oho. Ein Wäldchen. Ist das hier? Ach so, der ist bloß einfach da. Alter, das mit dem Sprechen heute ist schon eine Qual. Der ist da bloß rumgesprungen. Bist du in Fregatte Stufe 29? Ich muss kaufen. Und zwar dringend. Da kann ich nichts kaufen. Da unten kann ich auch wahrscheinlich nichts kaufen. Kann ich auch nichts kaufen? Oh, scheiße, Freunde. Oh, shit. Alter, das gibt's doch nicht. Du musst doch irgendwo... Du musst doch irgendwo im Geschäft sein. Wenn jemand was kaufen kann. Also so ein Hafengeschäft. Ja, da habe ich nicht geforscht. Da ist eins. Mein Gott, wenn ist das weit weg. Deshalb machen wir mal eine Schnellreise hin. So, da wären wir. Wir docken an unser Fort, das wir bereits zum Glück eingenommen haben. So, lass mich mal hier durch. So, da hinten können wir zum Glück Munition kaufen. Kaufen. Munition, schwere Kugeln, nicht. Hä, habe ich keine schweren Kugeln abgefeuert? Ich dachte, ich hätte schwere Kugeln abgefeuert gegen das Schiff. Hm, komisch. Morgan, Verbesserungen haben wir nicht. Ich glaube, Bugkanonen brauchen, wie hießen sie, Stärke der Rundkugeln, das brauchen wir noch, genau. Aber dann werden wir fertig. Genau, das war's. Das war es. So. Als nächstes machen wir noch eine Schnellreise. Wo machen wir die denn hin? Wir
könnten mal wieder... Jetzt wartet mal. So, ich hör's vor. Haben wir... Nordatlantik. 134.739. 134.739. 134.739. 34.739, genau hier. Also machen wir eine Schnellreise nach Nerepis. So. Ach Gott, wir sind gar nicht bis zu der Stadt gekommen. Wir sind, bloß weil da ein Sperrgebiet ist. Ach, Freunde. Ganz ehrlich, da lacht man doch drüber. Da sollen sie uns ruhig sehen. Solange sie uns nicht angreifen, ist mir das scheißegal. Alter, kann er mal bitte jetzt auf Reisegeschwindigkeit gehen? Dankeschön. Ui, haben wir ein bisschen angedockt. Am Felsen. So, da, jetzt müssen wir die Kurve kriegen. Aber die kriegen wir. So, dann docken wir an. Und dann holen wir uns das Ding da hinten. Okay, wie kommen wir da durch? Das ist eine gute Frage. So, da oben, glaube ich, konnte man... Ne, da konnte man irgendwie drüber. Genau, da konnte man drüber. Das hier aber, haben wir aber eigentlich schon eingenommen. Das hier hört uns das eigentlich schon. Normalerweise. Ne, das ist keine Siedlung, die man einnehmen kann. Das ist einfach bloß ein Außenposten mit einem Lager. Stimmt. Stimmt. Hoppala. Ne, da kommen wir nicht auf den Baum rauf. Okay. Aber kommen wir hier vielleicht so hoch? Ne, kommen wir nicht. Ich würde vielleicht noch gerne den Wohlstand mitnehmen zum Ende der Folge. Dann hätten wir den auch. Hier hinten. So, gehen wir da hoch. Jetzt kommt er hier wieder nicht drüber, oder was? Schauen wir mal, vielleicht müssten wir noch eins weiter hoch. Ja. Nee, das schaffen wir nicht bis zu dem Wohlstand rüber. So, jetzt aber. Yes. Und hier irgendwo muss das Ding sein. Warte mal schnell. Wo sind denn diese Felsen? Wo sind denn diese vielen Felsen? Drüben? Nee. Hier irgendwo müsste es sein. Da ist es. Templar-Artefakt. Erhalten. Das waren diese Felsen? Naja. Naja, naja, naja. Okay, aber dann beende ich hiermit auch diese Folge. Wir werden das nächste Mal ein bisschen weitermachen bei Assassin's Creed Rogue. Bis dann. Tschüss.